So, da sind wir dann wieder. Und habe ich euch nicht versprochen, dass das noch ein Erfolg wird hier mit dem Geernte? Ich würde sagen, das könnte man als Erfolg definieren, dass wir hier schon ein Viertel oder Drittel oder 30, fast 35% von dem haben, was wir brauchen. Eigentlich schon... Wie viel haben wir? 6 haben wir. Oh je. Naja, wirklich, da brauchen wir die gar nicht mit einrechnen, die 6 da. Könnten vielleicht irgendwo als Randnotiz auftauchen. Okay, die fallen jetzt tief. Das ist doof. Was ich davor hatte. Jetzt weit genug weg ist oder nicht. Naja, ich würde sagen, jetzt lassen wir den Rest hier soweit stehen. Ernten jetzt noch hier, dass wir hier hochkommen. Oder nee, wir warten jetzt erstmal, dass wir hier nochmal... Ja, dann müssen wir den hier noch ernten. Sonst kommen wir hier gleich nicht runter, denn da unten... Oh ne. Herzlichen Glückwunsch. Wer hat sich die Spannung gewünscht? Da ist sie. Iru versus Imp. Oh je, da krieg ich den garantiert nicht. Leck mich. Oh. Kann ja nicht mal irgendwo hingehen, wo wir ihn noch erwischen können. Ah. Sehr liebenswürdig. Hätte ich ihn vorher mal gefragt. Ich meine, die sind ja kooperationsbereit, die Viecher hier. So, die Ecke hier, das war schon mal ein Goldgriff. Jetzt heißt es aber noch irgendwie hochkommen. Und weiterkommen vor allem. Nur weil das jetzt hier so ein Goldgriff war, heißt das nicht, dass es jetzt auch so weitergehen muss. Ah, Bomben gefunden. Erstmal machen wir jetzt mal die Luftmiliz hier weg. So, jetzt gucken wir mal. Hier brauchen wir erst gar nicht anfangen. Wir brauchen wieder so ein Haus, wie gerade. Ja, etwas tiefer wäre nicht schlecht. Möglichst tief sollte es reingehen. Das hier wäre fast schon gut, wäre da nicht der ganze... Lava. So. Puh. So. Zum Glück macht der Alte nicht ganz so viel Schaden. Tränke, das ist natürlich sehr schön.
knallhart. Wir wollten uns ja mal irgendwann vielleicht einen neuen Karrer machen. Das nehme ich mal als Grundvorbereitung. Ach, guck mal da vorne. Das sieht doch... Ja, damit kann man was anfangen. Dann können wir uns nämlich jetzt hier reingraben. So. Das heißt, sobald wir die Lava los sind... Was hoffentlich recht schnell der Fall sein wird. Jetzt machen wir das da oben erstmal wieder zu, so wie gerade. Und sammeln hier mal alles ein. Ist ja doch manchmal gutes Zeug drin. Ach, da oben ist schon alles zu. Sehr nice. So, wie machen wir jetzt hier weiter? Den könnten wir noch wegkloppen. Die hier. Ja. Der müsste auch noch weg. Na komm, lauf da auch noch ab. Fuck. Nein. Wieso habe ich da, jetzt ein zu viel abgebaut? So ganz in Gedanken versunken. Ja, könnte das jetzt hier mal ablaufen? Theoretisch können wir auch erstmal hier anfangen, das sieht auch gut aus. So. Setzen wir uns hier so ein Ding hin. Ja, hier oben können wir auch noch das Zeug rausnehmen. Dann können wir einfach mal eine Fackel reinsetzen. So. Solange kann das da unten so ein bisschen arbeiten und zusammensacken. Hier aber wieder sehr wenig Platz drunter, muss man sagen. Naja, wie dem auch sei, gucken wir einfach mal, dass wir hier ordentlich was abgeerntet kriegen. Nicht darum, dass wir jetzt alles abernten, sondern nur so viel, wie wir es hier auch können. So, während das jetzt... Ach, das ist schon abgelaufen hier alles. Wunderbar. Ja, sind schon fast 500. Und da vorne ist auch endlich mal so ein bisschen Zeug, wo man hier ablaufen lassen könnte. Hier vom Platz reichen wird. So. Scheiß Viecher hier unten. Also ein bisschen was an Monster muss ja sein, auch in der Hölle. So, jetzt kommt da vorne nämlich hier so ein bisschen Asche. War doch Asche, oder? Ash, ja, Asche. Schon mal davon gehört, dass man mit Asche was bauen kann. Wenn nichts da... Oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Na gut, viel weiter werden wir jetzt wohl nicht kommen mit unserem kleinen Behältersystem hier. Oh Gott. Ja, es war doch Zeit, dass er mal wieder auftaucht.
eigentlich nur noch schnell das eine Ding abbauen. Da. Ah, da bist du platt, Alter. Nicht nur platt, sondern tot. Das ist jetzt hier so ein bisschen das Problem. Der Bottich da unten reicht, um das alles aufzufangen. Ah, sieht nicht so aus. Naja. Während das jetzt da runter sickert, können wir hier... Oh, das gibt's doch nicht. Kann der mich nicht mal in Ruhe lassen. Nein, 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 nein. Oh, bleiben wir lieber hier. Kann er nicht mal in einem Winkel kommen, dass man auch schön zuhauen kann. Danke. Da muss ich die Monster nur freundlich drum bitten, dann tun die auch einen dem Gefallen. Nur in Ruhe lassen tun sie einen. Und wie nicht? So. Jetzt können wir hier unten mal dran gehen. Da wollte ich ja gerade schon dran. Dass wir das hier mal wieder jetzt auf die richtige Bahn locken. Auch ein schönes Ablaufsystem hier eigentlich. So, da oben liegt immer noch Lava drauf. Immer noch Lava drauf. Und das fließt so recht schön ab, vor allem geordnet. Ach, hier oben muss man jetzt so ein bisschen springen, aber mein Gott. Okay, jetzt kümmern wir uns erstmal um den da. Schaden. So. Oh nein! Oh. Also wer sagt, dass das hier nicht actionreich ist, der lügt. Also ich habe hier alle Hände voll zu tun, zu überleben. Ich jetzt bitte etwas weitermachen hier. Danke. So. Dass ich die da oben noch wegkriege. Lava mir auch immer zu nahe kommen muss. So. Wir brauchen dringend bald mehr Heiltränke, wenn das hier so weitergeht. Ja. Gibt es denn keine andere Möglichkeit, da dran zu kommen? So. Wenn jetzt so ein Drache kommt, bin ich wahrscheinlich geliefert. Wie auf Knopfdruck, oder? Er hat mich gehört. Oh ja. Ah, oh, wusste ich's doch. So, Folge unterbrochen.